Liebe Kinder der Nacht, seid uns ganz recht herzlich grüßt und willkommen. Ja, wir stehen hier vom Brunnen und was soll ich sagen, wir müssen rein in den Bums, also? Hey, ich will da rein. Kann ich auch wieder raus? Aha. Okay. Das muss ich von ab erstmal klären, sonst wäre ich da nicht. Das wäre schrecklich gewesen. Stell dir vor, wir kommen. Okay, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das hier vertrauensselig aussieht. Aber ich glaube, das wirkt sicher. Wir gehen mal weiter. Das ist eine schöne Lampe. Was mich immer wundert, wer an solchen Gegenden der Welt Lampen aufstellt. Das habe ich mich schon in so vielen Spielen gefragt. Wer stellt hier die Lampe? Ist das zurück? Ich weiß nicht. Wie geht man hier weiter? Da können wir was machen. Ist hier was drin? Da ist es ein bisschen dunkel. Können wir die Lampe mitnehmen? Können wir nicht. Okay, dann. Ach, hier kommen wir wieder raus, oder? Ja, ich glaube, ich bin nur zurückgegangen. Ich bin. Freunde, verzeiht mir das. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wenn ich so einen Scheiß spiele, dann bin ich immer. Nicht, dass ich jetzt ein Angsthase bin. Also, da dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Wir gehen mal die Treppe hoch. Kommen wir irgendwo hin? Ah. Okay, ich glaube, wir haben eine Lampe genommen. Hier ist eine schöne Mauer. Das sieht aus, als wäre da eine eingemauert worden in seiner Zeit vor vielen hundert Jahren. Ich weiß es nicht. So, okay, pass mal auf. Dann gehen wir jetzt noch ein Stück runter. Und da. Und hier könnte es sein, dass er da Licht haben will. Okay, vielleicht müssen wir die Lampe hinhängen. Wir haben sie ja gerade gefunden. Frisch gefundene Lampe, ne? Bitte sehr. Oh. Oh, was ist das? Ein Seil mit einem Endhaken, das ist eine gute Sache. Können wir dich wieder mitnehmen? Der Schmeißknüppel weg, Jonathan, du musst doch mal ein bisschen praktisch denken. Du weißt doch, Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Ich glaube, hier kommen wir wieder raus, ne? Vielleicht kommen wir jetzt mit dem Seil, liebe Leute. Das wäre natürlich eine Option. Okay, vielleicht kommen wir jetzt mit dem Seil da hoch, wo wir eben nicht hochkamen. Da war ja auch ein Rädchen, wenn ihr euch erinnert, ne? Moment, ich glaube, das ist auch ein Seil, aber das wollte er nicht nehmen. Ist er sich zu fein für gewesen, der gute Jonathan? So, da meine ich. Vielleicht können wir jetzt da das Seil verwenden. Sehr sichere Konstruktion. Gut, wo sind wir jetzt gelandet? Ach, wir sind jetzt oben wieder. Na prima, das ist super. Dann gehen wir jetzt mal runter. Können wir da oben, ne? Oben haben wir eigentlich alles gedealt, ne? Da auf dem Dachboden, ne? Wir gehen jetzt mal der Mutti Bescheid sagen und dem Typen, ne, hier dem Ziegenpeter, ne, mit seinem schönen Fellklamotten da und seinem Superbart. Ne. Aha. So, Freunde. Okay. Dann erst mal hier mit Ziegenpeter quatschen, ne? Weil der weiß ja einiges, ne? Ziegengläser hauen ihn nicht um, hat er, glaube ich, in der letzten Folge gesagt. Die Brücke ist eingekracht, Alter. Die Brücke ist eingestürzt. Gibt es einen anderen Weg zum Schloss? Die Brücke ist weg? Tut mir leid, das war der einzige Weg zum Schloss. Es sei denn... Kennen Sie einen anderen Weg? Die Alten sagen, dass es einen unterirdischen Gang zum Schloss gibt. Doch das sind wahrscheinlich Legenden. Aber falls es diesen Geheimgang gibt, so kennt sowieso niemand den Eingang. Na gut, dann müssen wir mal gucken, dann das. Vielleicht war es unsere Schönheit, vielleicht war es unser Liebling, was wir da machen können. Pass mal auf. Baby, ich. Brücke kaputt. Die Brücke ist eingestürzt. Ich hatte große Schwierigkeiten, zur Herberge zurückzukommen. Sie müssen mir helfen, einen anderen Weg zum Schloss zu finden. Birrell ist wütend. Ich musste die Türen der Herberge schließen, um seinem Zorn zu entgehen. Ich bin sicher, er denkt, dass wir ihnen helfen. Ich habe Angst, was soll nur aus uns werden? Ich brauche sie mehr denn je. Wie kann ich die Herberge verlassen und zum Schloss gelangen? Wenn ich keine Lösung finde, muss ich mich Viorel stellen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Nein, ich lasse es nicht zu, dass er ihnen etwas antut.
Diese Menschen haben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Dagegen haben sie keine Chance. Vielleicht gibt es eine Lösung. Mein Mann erzählte mir kurz vor seinem Tod von einem Geheimgang, der sich im Keller befinden soll. Schnell, die Zeit drängt. Zeigen Sie ihn mir. Leider habe ich nie herausgefunden, wovon er sprach. Aber er hatte solche Angst und war so krank. Vielleicht finden Sie Hinweise in seinem Notizbuch. Es ist im Schrank da. Doch seien Sie um Himmels Willen vorsichtig. Was immer sich dort unten befindet, es hat meinen Mann umgebracht. Ach, du hast so wunderschöne Augen. Das ist schon mal ein Schlüssel. Der könnte für den Schrank, über die Flasche, den können wir nicht. Okay, pass mal auf, dann machen wir es mal. Ach, das schöne Knatschen hat er gar nicht mehr. So, pass mal, wenn wir mal, welcher Schlüssel das ist. Ich glaube, das war der Schlüssel. Der ist ja sieht dem sehr ähnlich. Können wir hier mal... Okay, das ist... Schlüssel? Ist das ein Feuerzeug? Ich will das Tagebuch. Tagebuch! Wir kriegen kein Tagebuch. Das ist sehr tragisch. Das ist. Was haben wir denn jetzt so gekriegt? Wenn wir ganz kurz mal gucken, ist das ein Feuerzeug? Ist das ein Leiter? Noch ein Schlüssel. Okay, aber mir fällt da gerade was ein. Hier war es ja irgendwie dunkel, aber stand da nicht eine Kerze rum? Wir haben jetzt ein Feuerzeug, pass mal auf. Ja, wir haben ein Feuerzeug und... Geil. Der Herr sprach, es werde Licht. Und Spiegel fand den Schalter ganz schnell. So, pass mal auf, den Ding. Okay, ich glaube, da haben wir schon alles, ne? Da haben wir schon alles. Komme ich jetzt wieder raus? Okay, ich dachte, der wäre gerade abgestürzt. Das ist jetzt auch nur die Tür, ne? Okay, jetzt ist es da natürlich... Er hat beim letzten Mal gesagt, dass es ihm da zu dunkel ist. Jetzt sind wir erleuchtet und jetzt gehen wir mal auf den Pfeil. Das neue Pfeil? Sieht aber sehr verdächtig nach Drachen aus. Und der beißt sich auch in den Schwanz und wir haben gerade zufällig hier unten das richtige Utensil dabei. Gehen wir mal. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ah, vielleicht den Schlüssel, den wir gekriegt haben. Der sieht so schön aus. Okay, und jetzt vielleicht da der Schlüssel, der Ring. Der Ring der Nibelung, bitteschön. Okay, den Schlüssel müssen wir immer wieder schnell schön mitnehmen, das weiß ich noch. Den darf man nicht vergessen, sonst ist es finster und können wir jetzt da rein? Moment, ich habe das doch jetzt hier extra schön aufgeschlossen, damit wir hier... Oder hat er uns jetzt irgendwas aufgemacht hier? Das verstehe ich nicht ganz, aber... Okay, dann nehmen wir dann nochmal den Ring, aber das hat er doch eigentlich schon gemacht, oder nicht? Scheiße, ein Fass. Baby, wir sind durch ein Fass. Das schlägt ihm fast die Kohle. Moment, das ist... Ja, ich weiß auch hier wieder nicht, weil die Lichter immer so schön anzünden, aber das ist uns erstmal egal. Oh, eine Lore. 666, Number of the Faith. Aha. Das sieht alles sehr vertrauenserweckend aus. Das ist so...
glaube, da geht's zurück, wenn ich meine rudimentären... Wieder rund nach hinten aus. Die haben wir sogar noch aktiv. Nochmal hin. Das ist jetzt offen, das ist praktisch. Das ist ein sehr guter Schlüssel. Ach, hier ist die Mine. Okay. Die Mine. Da steht der böse Bulger, den wollen wir jetzt erstmal außen vor lassen. Wir gehen, glaube ich, mal zurück zum Gasthaus. Ah, richtig. Da, vielleicht passt ja einer von den Schlüsseln. Wir haben ja zwei Schlüssel bei Jorge klar gemacht. Vielleicht passt da hier einer rein. Das wäre natürlich eine praktische Sache. Abgeschlossen. Gut, pass mal auf. Jetzt sind wir nur kurz in welcher Schlüssel. Den haben wir schon. Der müsste das sein. Okay, das war. Was ist denn das für eine Hütte? Hier ist nix. Aber ein paar Weinfässer haben zum Beispiel. Schöne Weinfässer. Kann man irgendwas machen? Irgendwas. Ein Pfeil ist geil. Klicken wir mal. Haben wir irgendwas zum Zerstören? Rohe Gewalt. Oh, das ist ein Handsymbol. Ich muss nicht sagen, dass es ein Aufzug ist. Jonathan, geht's dir gut? Jonathan, komm mal da wieder zurück. Es steckt fest. Es steckt fest, liebe Leute. Gut, was haben wir da? Was ist das? Da geht's zurück zum Aufzug. Komm hier eine Planke. Ich will mich verteidigen, Freunde. Okay, dann gehen wir hier lang. Aha. Und gehen wir hier lang. Oh. Haben wir irgendwas, was war das? Oh, wir haben was nicht das Brecheisen, richtig. Das nehmen wir jetzt mal. Rohe Gewalt ist immer richtig. Nein, natürlich nicht, aber ich glaube, wir haben jetzt irgendwie uns eine. Okay. Wir gehen hier, wir klicken hier. Wir sind in Transsilvanien, da dürfen wir klicken. Ha. Vielleicht brauchen wir jetzt Holzflock. Wo ist Holzflock? Holzflock hier. Was machen wir hier? Ah, Fragezeichen Pünktchen. Gehen wir lang. Weg. Lang. Hier geht eine Treppe hoch. Diese Stille ist mir irgendwie ein bisschen unheimlich. Was ist da? Sehr zerbrechlich. Wir haben Brechstange. Ich sagte, das muss man jetzt wegklicken. Das ist beim anderen Spiel nicht so. Wir haben jetzt die Brechstange. Wir machen jetzt hier raus Gewalt. Ja,
Kollege, wer sind wir denn wohl? Wo ist der Kopf? Da ist der Kopf, da können wir nichts mehr machen. Hier ist ein Arm. Der arme Kerl, wir haben seinen Arm genommen. Warum haben wir seinen Arm genommen? Was ist das? Das ist keine schlechte Idee, aber ich glaube, es fehlt noch was. Ist das eine Kerze? Wollen wir jetzt mit einem Feuerzeug was machen? Hm? Oh. Was ist das? Ich glaube, es fehlt noch was. Weg. Okay, so dieses wie bei Manny Calavera mit dem Arm jetzt als Verlängerung oder so vielleicht. Ah, und da Manny Calavera, das ist ein Grim Fandango, ne? Ich sag immer wieder Grim Fandango. Was haben wir denn jetzt eigentlich gekriegt? Was war das? Ah, ist das so ein Degen oder so? Oder? Das ist schade, dass die Sachen nicht beschriftet sind. Das ist ein bisschen schlecht, aber gut. Ich will jetzt mal den Kopf mir nochmal angucken. Kopf, Kollege, geht's dir gut? Hallo? Bist du Manny Calavera? Manny Calavera. Meine Leute mit dem guten Manuel Calavera. Agent Calavera. So, ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber gut, das weiß ich nicht, aber er scheint richtig zu sein. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie... Wir machen in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und voller Wege habt in diesem Sinne. Ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker, ciao, sagt er ja. Manuel Calavera. Für mal.